Spielzeugtruhen-Experiment mit Christian und Paul. Hallo zusammen zu einer weiteren Folge der Spielzeugtruhe mit Paul. Ich hoffe, euch geht's allen gut und den kennt ihr ja auch schon. Wir haben ihn euch schon vorgestellt. Heute geht's wieder um das Furzkissen. Das ist schon immer ein super Gag gewesen, egal wie alt man ist. Wir haben es damals in der Grundschule gemacht, unserem Lehrer auf den Stuhl gelegt und dann kommt... Oh, die sind ganz schön laut, da kann man nichts sagen. Das sind wirklich laute Fürze. Und ich habe mich auch damals schon gefragt, wie funktioniert das eigentlich? Es ist klar, dass das irgendwie mit Luft gehen muss, aber wieso kommt da so ein komischer Ton draus und was steckt hier drinne? Man fühlt ja auch noch irgendwas, da ist ja kein Hohlraum drinne. Und deshalb werde ich das Furzkissen heute mal aufschneiden und nachschauen, was da drinne steckt, damit dieses Rätsel ein für alle Mal gelöst wird. Und deshalb habe ich mir die Schere wieder bereitgelegt. So. Und dann schneiden wir das Furzkissen mal auf. Hier kann man es auch schon leicht durchsehen. Da ist irgendeine Vorrichtung drin. Bevor ich es kaputt mache, muss ich gerade noch mal ein paar Mal furzen lassen. Ja, sehr gut. Nochmal aufblasen, nochmal. Sehr cool. Und ein letzter. So, genug gefurzt, Furzkissen. Jetzt geht es dir an den Kragen. Wir schneiden es mal auf. Vorsichtig, vorsichtig, damit wir auch sehen, was da drin ist. Und guckt mal da. Da haben wir schon was ganz Besonderes. Und zwar sehen wir da nämlich schon Styropor. Ich muss es noch weiter aufschneiden, damit wir das mal rausholen können. So, dem Furzkissen geht es heute an den furzigen Kragen. Noch ein bisschen, so komm. Ja, das dürfte reichen, das kann ich aufreißen. So, und da haben wir lediglich das hier drin. Das ist die Masse, die in einem Furzkissen steckt. Es ist ein Schaum- oder Styroporball. Sehr, sehr cool, habe ich so noch nie gesehen. Und der steckt dann hier drinne. Füllt die Masse auf. Okay, jetzt geht es natürlich nicht mehr. Schade. Aber jetzt wissen wir, was in einem Furzkissen steckt. Und das ist das Ganze, was uns hilft, diese kurzen und auch lauten Furzgeräusche zu erzeugen. Ist wie immer. Also ich mag es wirklich sehr. Das ist ein super Prankartikel. Wenn ihr mal einen Streich spielen wollt, kann ich euch das nur empfehlen. Ich finde es eigentlich ganz lustig. Manche finden es nicht so lustig. Aber ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr Furzkissen findet. Ob ihr die auch noch benutzt habt oder ob die schon aus der Mode rausgekommen sind. Und ansonsten könnt ihr mir natürlich auch gerne eine Bewertung für das Video da lassen. Wir wissen jetzt, was im Furzkissen drin steckt. Das Geheimnis ist gelüftet. Und wenn ihr noch weitere Videos von uns sehen wollt, dann könnt ihr uns natürlich auch gerne abonnieren. Und dann sehen wir uns in den nächsten Folgen der Spielzeugtruhe wieder. Bis dahin, euer Paul. Tschüss.